eine sehr interessante Geschichte, die hier erzählt wird. Schauen wir mal weiter, was hier so abgeht in Oelwerd. Ah, das war der Ort, den ich vermisst habe. Hier hört man eine Art Summen. Und wenn man während dem Summen in das Licht läuft, kommt immer ein Random-Kampf. Sehr fies, Leute. So, jetzt bin ich eigentlich einmal um den Kreis gegangen. Mehr oder weniger. Jetzt glaube ich, ist das hier offen. Ja, das geht nur auf, wenn man diese Luftschiffbilder aktiviert hat. Ist ein sehr interessanter Mechanismus. Gesichter. Was ist das hier? Dieser Raum ist mir nicht ganz geheuer. Und überall diese merkwürdigen Gesichter. Alright, genau das. Strecke, ich will hier raus, Schmepf! Ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt. Wartet, es sagt was. Geile Musik nehmen wir im Hintergrund. Besucher, steigt auf die Plattform zu ihren Füßen! Das habe ich klar und deutlich verstanden. Scheint irgendeine Art von telepathischer Sprache zu sein. Ich finde, wir sollten gehen. Besucher, vernehmen folgende Worte aufmerksam. Dies ist eine Aufzeichnung über den Beginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verenden. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Schließlich erfassten wir das Wesen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Als Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist und forschten in diese Richtung weiter. Das Punkt, der was ein unbedingter Faktor? Wir, die wir vier Kosmon-Opfer dargebracht haben, pflückten unsere Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie uns. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren. Aber die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Um Terras kostbare Geschichte weiterreisen zu können, wurden wir erschaffen. Aha. Aber geile Musik. Leider hört man die nur einmal, glaube ich, im Spiel. Da, 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 da. Ich chill bei dir jetzt mal ein bisschen. Muss einfach sein. Sidane, wo sind wir hier eigentlich? Schriftzeichen, die nur du lesen kannst, mein Bester. Sehr rätselhaft. Das würde ich auch gern wissen. Aber jetzt geht es erstmal um das Leben unserer Freunde. Das hat erstmal Vorrang. Da hat er recht. Und diese vier Gesichter haben eine sehr interessante Geschichte erzählt über eine Überalterung Terras. Und dass sie da viel geforscht haben. Dass alle pflanzliche und tierische Leben, alle Flora und Fauna bei ihnen gestorben ist. Verändert. Und hier ist nebenbei eine Kiste, die ich vergessen habe. Entschuldigung. Ein Carbanados. Was war das nochmal? Moment, ich will hier mal kurz ordnen. So. Ich glaube, das war eine Waffe. Ja, hier. Für Steine, die habe ich schon gekauft. Aber egal, zweimal haben ist gut. Dann kann ich sie sogar schmieden gehen, ohne zu denken, muss, darf ich auch schmieden? So, Thermometer hau ich mal rein. So, und jetzt ist wieder ein Mechanismus angegangen, der vorher nicht aktiviert war. Also Oelwerd ist eine ziemlich fiese Umgebung, darf ich mal sagen. Man muss da nämlich in der bestimmten Reihenfolge das aktivieren, damit man überhaupt weiterkommt. Ist schon etwas fies. Au! Musterkröte treffen, mein Freund! Ja, muss er anscheinend. Einfach mal so kritisch und frei, aber weg! Au, 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 au! So, weg mit dir! Und du machst wieder Chuck drauf! Freier, mein Lieber! Autsch!
Ah, wenigstens daneben, so. Und dann springen, damit niemand dir was anhaben kann, ne? So, zuerst mal heilen mit Chakra. Wenn auch nur wenig, aber immerhin etwas. So, und jetzt tschüss! Jetzt kann kein Abfreier mehr was anhaben. So muss das sein. Autsch. Jetzt sieht man nochmal diesen Zustand, der Zidane gerade hat. Er kriegt Schaden und alle anderen bekommen auch Schaden. Meistens die Hälfte so viel, was Zidane halten hat. Das kann auf Dauer ganz schön fies werden, Leute. Müssen mal drüber nachdenken. So. Mahagomeha! Gemastert. Ach, stimmt, das wollte ich euch mal zeigen im Kampf, ne, diese Ability. Die ist wirklich cool. Zuerst ein High Potion für die gute Freya. So ein paar. Gut, dass ich mir ein paar gekauft habe. Das wäre schon wieder leer. Und ein Ball drin für die Dane. So. Dann kann ich mal umrüsten. Die Drachenkatze weg und die Mithrilkralle Fragezeichen. Ja, okay, sie hat einen schwächeren Angriff, aber ich brauche die Ability Fluch, die ist auch ziemlich nice. Verflucht den Gegner. Allerdings funktioniert das nicht oft. So, soweit ich weiß, ist das Stürzkind auch gleich weg, ne? Ja, der ist weg. Das heißt, wenn ihr es zu spät macht, hier erwischt ihr ein Stilskin nicht mehr und habt die Items nicht gekauft, die ihr hier verkaufen könnt. Schade darum. Hm? Vorher war irgendwas anders. Wow! Sieht aus wie der Planet vorhin. Was denn? Noch ein Planet? Was zum Geier soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht ganz. Ich auch nicht. Okay, ich schon, aber pst, nicht weiter sagen. So, und jetzt ist dieser Mechanismus frei. Vorher war es hier nicht frei. Wuhu, es geht abwärts. Und auf einmal sind wir hier und hier gibt's was Schönes. Ist das Teil aus dem von dem Kutscher sprach? Na dann schnell unter der Nagel gerissen, nichts wie raus hier. Wow! Hm? Mist, da kommt was! Ein ziemlich krasser Bossgegner, so ganz rein zufällig. Schon lange her, dass ich einen hatte. Oh yeah, es wird wieder Zeit, Mann. Und es ist ein riesiges Luftschiff, das uns entgegenstellt, Leute. Ja, ein Luftschiff. Ein ziemlich großes Luftschiff. Und es ist gar nicht mal so schwach. So, wie man nicht vergessen, stehlen! Ups, Elixier geklaut, oder? Fängt schon mal gut an. So, da kann ich mal Mahagomeha machen. 1-4 fügt physischen Schaden zu. Ja, ist okay. So, Barakie geht noch immer nicht, ne? Und au. Nein, das macht schon ein bisschen Schaden. Und, wie man sieht, man ist im Schwebestatus nach dem Angriff. Das ist sehr interessant. Mahagomeha! Woo! Boots! Macht gut Schaden, kostet allerdings gar nicht mal so wenig MP. 12 nämlich. So, dann werde ich mich mit Chakra wieder mal ein bisschen heilen. So, tschüss, Freier. Diebstahl fehlgeschlagen. Ach, geht das schwer los. Boomerang! Macht mehr Schaden, wenn man schwebt. Darum ist die Taktik von diesem Gegner, zuerst euch zum Schweben bringen und dann reinhauen. Das kann ziemlich böse werden. Wer hier in diesem Kampf immer Levitas anhat, der wird hier seine Probleme kriegen. Speer! Enigma! Chakra auf Quina, danke sehr! Also ohne Heilung ist dieser Kampf schwer, muss schon sagen. Da hat's richtig drauf. Photonen! Jetzt kommen Lichtleuchten, was? Nein, Photonen machen extrem viel Schaden und reduzieren die HP von einem Charakter auf 1. Das ist schon ziemlich krass irgendwie. So, und jetzt Regener-Status für alle!
So muss das sein. Und falls Marco und das irgendwie überlebt, einen High-Pushen rein. Falls er das irgendwie überlebt. Und dann mache ich wieder mal Schaden. Jetzt fehlgeschlagen. Mann. Es könnte auch mal treffen. Oh, Wirbelsturm. Das ist fies. Wirbelsturm. Ich glaube, Marco ist weg. Ja. Trotzdem würde ich gerne mal wieder stehlen. Schade, dass hier die Blaumagie nicht funktionieren. Das wäre richtig geil. Ja, geh auf Mahagon. verdammt. Verwirrung. Dagegen habe ich jetzt nichts drauf. Verwirrung kann ziemlich böse sein. Entweder man haut sich selber oder man haut den Gegner. Ich kann jetzt nichts tun dagegen. Außer zu hoffen, dass Queen jetzt irgendwie was macht. Immerhin gehen alle bis jetzt auf den Gegner, was okay ist. Okay, greifen sie nochmal selber an, warum nicht? Ja, Verwirrung ist schon fies, muss schon sagen. Ich habe irgendwie vergessen, dass er das macht. Naja, nicht so schlimm. Boomerang geht auf alle und somit werden alle von der Verwirrung wieder gelöst. Zumindest die, die überleben. So, das heißt, wieder eine Runde heilen, sonst habe ich hier Probleme. So, zuerst Phönixfeder für die guten Magon. Dann ein Heilpushen für den Magon, Fragezeichen. Ich wollte für Magon machen. Ich habe zu schnell gedrückt. Da passiert das schon mal. Wirbelsturm! Zidane ist gleich im Draws-Modus und dann geht die Party los. Aber war vielleicht gar nicht mehr so schlecht, dass ich für drei einen High-Pushen reingepfiffen habe. War gar nicht mal so schlecht. Was kommt jetzt? Luftschraube. Okay, wieder Verwirrung für alle. Yay! Ich kann nichts machen dagegen. Das ist so fies. Ja, solange sie ihn angreifen, ist mir alles egal eigentlich. Autsch. Darum ist der Kampf so krank. Einfach mal sich selber angreifen ohne Ende. Und dann wird man auch noch zurückgesetzt mit der ATB, falls man von der Verwirrung losgelöst wird. Und das war jetzt fies. Das war jetzt fies. Ja, schön. Ich bin schon verwirrt. Timer Verwirrung ist auch nicht verwirrt, ne? Oder nicht? Nein, ist es nicht. Schade. Also jetzt habe ich eine Chance auf 50%. Entweder haut sich Zidane sich selber oder den Gegner. Ich kann nichts machen. So, hau die Verwirrung weg, bitte. Es wäre ziemlich geil. Danke sehr. Und jetzt Draws-Modus. Es geht los, glaube ich. Ah! Aha, Punch! Reinknallen! Ich habe jetzt keine Zeit für Stehlen. Beziehungsweise keine Charaktere mehr. Yay! Hau so richtig rein! So muss das sein! 9420 und der lebt noch, ja? Der lebt noch, Leute. Der Gegner hält nicht. Ja. Nicht gerade wenig aus, ne? So, jetzt entweder ist er tot oder ich. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also, stirb! Puh.
Normalerweise könnte man viel mehr von diesen Gegnern stehlen, allerdings habe ich keine Lust auf Verwirrung ohne Ende. Natürlich auch viele geile Sachen. Dafür gibt es nur 11 AP. Ja, und einen Eifersplitter. Oh, stimmt, da konnte man ja noch einen stellen. Aber bekomme ich später noch 2. Lass mal kurz nachdenken. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Naja. Aber ich glaube, ich krieg an anderer Stelle einen zweiten. Hoffentlich, sonst habe ich ein Problem. So, wenn der Gegner besiegt ist, einfach zuerst mal sich heilen. Boah, das war ja richtig krank hier. Also, wenn ihr Probleme habt gegen den Gegner, auf jeden Fall Schutz vor Verwirrung reinhauen. Und eine Ausrüstung anlegen, die windelementare Angriffe verringert. Und nebenbei, das Item, was ich gerade eben bekommen habe, ist ein richtig geiles Item. Wo haben wir es denn? Müsste doch hier sein. Es ist ein Accessoire, das weiß ich. Tja, hier ist er. Der Eifersplitter. Feinde die 2 Splitter zu einem. Und dann, ja. Absorbiert Angriffselement Schatten und Helm als Ausrüstung ist das. Allerdings nur für Magier, also Zidane kann es nicht ausrüsten, soweit ich weiß. Ah, doch kann er. Aber es bringt nichts. Okay, ein bisschen Stats Boost, aber die Ability, die beigebracht wird bei den Eifersplitter, ist nur für Eiko und für die gute Lilie. So, und jetzt diesen Stein rausholen. Ich muss schnell zurück, sonst geht's den anderen an den Kragen. Guruk, Stein halten! Aber alles in der Welt muss eine feine Dame wie Eiko in seinem Käfig sitzen. Lass uns gewinnig hier raus! Bernd, man so eine Dame? Och Mensch. Wie es wohl sich dann und den anderen geht, er wird ganz bestimmt zurückkommen, oder? Wie gefallen euch die Gästezimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Zidane war so zuvorkommen und tut mir gerne einen Gefallen, um euch so am Leben zu erhalten. Aber es liegt mir irgendwie nicht, Versprechen einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihr Qual im Gesicht stehen. Aus diesem Grund habe ich ein herrliches Schauspiel vorbereitet. Hier in meinem wunderschönen Palast steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter öffnet sich der Boden unter euch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Oh, super, jetzt haben wir auch noch einen Zeitdruck. Die Sande muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst einmal gerettet. Ich hoffe nur, Zidane wird es rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten währt euer Leben. Also bete, dass euer Erlöse bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen, nenne liebenswerten dummen Narren. Nein, bitte rett Eiko! Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Narren. Na, ja, das kriegt das auch mit. Das ist ja ein der Kuta, Quack. Na gut, jetzt ist wohl mein Auftritt gefragt, Quack. Und jetzt wird etwas ziemlich Lustiges passieren gleich. Auch wenn das ein bisschen ernst ist hier. Sag mal, ich habe, wie gut es mir bewohnt hat, die Sande umgedreht und abgeschlossen. Aber was wir hier machen, ist doch eigentlich etwas Schlimmes, oder? Aber du möchtest doch auch nicht stehen bleiben, oder? Lass uns erstmal zurückgehen. Na, schau, die Schwarzmagier mögen ja auch nicht mehr. Dann müssen wir wieder in die Geheimvorrichtung gehen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man sie löst. Eigentlich ist es ganz einfach, weil du ja nur alle anmachen musst, nur nicht zu viel nachdenken. Also gehen wir. Man muss alle anmachen? Hallo, schöne Dame, oder was? So. Der eine Schwarzmagier auf den Santo geredet und die ist genau auf der rechten Seite. Und jetzt kommt ein Minispiel, wo man eine begrenzte Zeit hat und diese Musik spielt. Man hat nur 6 Minuten Zeit. Gut hat gesagt 10. Für den Fehler. Das wird wohl der Schlüssel sein, von dem die Rede war. Okay, jetzt wird's interessant. Man darf nämlich nur näher kommen, wenn diese Kreatur einen nicht anschaut. Ja. Und das sagt sogar sie sogar.
und man hat hier nur begrenzte Zeit darum. So schnell wie es geht, die Kreistaste drücken, Leute. Allerdings nur mit einer schaut, ne? Nein. Ich meinte, wenn er nicht herschaut. Ist gar nicht so einfach. Du bist aus der Übung. Jetzt aber. Na komm, dreh dich um. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich frage mich eigentlich, warum das Hitler Angst hat. Das ist ein Monster im Käfig, ich würde da Knallrad rein rüber gehen. Egal wie der da steht. Werde ich hier um. Zack, komm schon! Ich hab's gleich. Na bitte, Schlüssel das Handtuch halten. Puh, okay, noch 4,5 Minuten. Das dürfte sich ausgehen. Okay, zuerst mal die Waage untersuchen. Eine relativ große Waage, Quark. Da passen mindestens 3 Gewichte drauf. Quark, das Handtuch kann ich nur über die Waage reichen. Quark. Okay, dann stellen wir mal die Gewichte auf die Waage. Ist es eigentlich so, dass alle nicht gleich schwer sind, ein anderes Gewicht haben? Und ich glaube, es war B, C, D. Man muss alle schweren Gewichte heraufhauen aus gut Deutsch. Und das Leichte muss unten bleiben. Das Leichte war das Hölzerne. Das Hölzerne ist in diesem Fall das ganz Rechte. Das ich jetzt hoffentlich nicht draufgestellt habe. So, schauen wir mal. Und hüpfen. Doink, doink. Ja, war genau richtig. Diese hier umgedreht und fertig, Quark. Ich hatte noch ganze 4 Minuten fast Restzeit, das ist nett. Quark. Jetzt müssen die freie alles frei sein, Quark. Trotzdem sollte man sie hier beeilen. Man kann hier ganz schön verkacken. Ich dachte wirklich, dass ich meinen Muckis nie mehr wiedersehe. Ist er denn in Ordnung? Ich bin ein Stein von Herzen. Ist er wohl überhaupt, Prinzessin? Seid alle unterwegs, Quack! Hast du uns etwas Leben gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen musste. Aber wir mussten unsere Wiedersehensfreude verschieben, Quack! Die Schwarzberger sprach von einer Geheimwaffe, die sich weiter hinten im Gang befindet, Quack! Man müsste einfach alle anmachen, sagte ein von ihnen, Quack! Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von hier verschwinden, Quack! Genau, wir können uns nicht immer nur auf sie dann verlassen! Wir müssen versuchen, aus Eigenkraft zu fliehen. Dann sie dann abfangen, bevor er zurückkommt. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir es. Da hast du recht, Eiko. Oh yeah. So, aber zuerst Rüstung auflegen, beziehungsweise wenn es nötig ist. Hier lerne ich Medica. Eine ziemlich interessante Ability, wie ich finde. Dann haben wir neue Ausrüstung. Moment, das ist viel schlechter als das, was ich jetzt habe. Moment! Passt uns raus. So, dann haben wir hier Chimärenanreif oder. Da gibt es ganz schön viele Ausrüstungsgegenstände, die irgendwie nicht so toll sind, ne? Habe ich mir eigentlich fast schon sonst gekauft, aber nur fast. Okay, lass ich mal die Arzweckweste. Hier ist noch die Perle. Der Steiner ist auch noch am Lernen. Guter Sack. Ne? Und jetzt für Vivi neue Abilities. Endlich mal. Hier haben wir Stonehenge und Komet und Meteor und Esprit. Ich bringe zuerst mal das bei ihm schon nach der Reihe. Und. Zustandsveränderung von Fuß wird erteilt. Also der Prinzip Reststoff ist ziemlich cool. Vor allem Stonehenge versteinert die Gegner. Ziemlich geil. Und Komet macht einfach ja, Zufallsschaden. Einmal kann es viel sein, einmal kann es wenig sein. Ist halt glücksbasierend ein bisschen das Ganze. Moment. Chakrabrand. Okay. Ich mag lieber das Chakrabrand. Das gibt einen schönen Boost auf den Magie. So, Wasser. Endlich mal rein damit. Das hätte ich mir viel früher holen können in Kains Armreif. Aber jetzt habe ich es halt. Bringt Ability Wasser bei. Und hier Esprit, aber das brauche ich eigentlich. Das ist wohl. Je früher, desto besser. Denn mit Esprit
könnt ihr die MP des Gegners abziehen, Leute. Und das ist gar nicht mal so ohne. So, und die Hermesstiefel ab aus Rüstung noch immer. Und Lilie, ja, die ist auch wieder dabei. Lass mal sehen, was du so lernst. Auch wenn du stumm bist, könnte man sagen. Die Lilie wird nicht wirklich viel machen in den Kämpfen. Das werden wir gleich sehen. Dass die ein bisschen neben der Spur ist, könnte man sagen. So, man müsste alle anmachen. Schauen wir mal, was sie da meint. Nein. Wüstenpalais. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.